Heute möchte ich euch das Palo Santo vorstellen. Das ist ein Holz aus Südamerika, sehr altes, heiliges Holz. Heißt auch Palo Santo, Spanisch heiliges Holz. Man verwendet es für viele Traditionen und ich nehme es jetzt seit einer ganzen Weile, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich gerne auch hier an diesen Platz. Oft scheint dann hier die Sonne rein. Mal sehen, ob wir Glück haben und die kurz vorbeikommt. Es ist ein bisschen wolkig heute. Trotzdem ist gerade ein guter Tag, das zu machen, denn das Palo Santo hat vorhin sich mir gezeigt und darüber möchte ich euch erzählen. Was ich also gemacht habe die letzten Tage, immer, dass ich früh aufstehe und das Holz in die Hand nehme und mich bedanke, es rufe und anzünde. Es brennt dann so ein bisschen, geht irgendwann aus oder man wedelt kurz und dann kommt der Rauch. Und der Rauch steigt auf und ich habe so das Gefühl, dass alles, was von diesem Rauch berührt wird, jedes Duftmolekül, was dann hier auch so zum offenen Fenster rausweht, dass das ein Segen ist, überall wo es hinkommt. Und hier auch im Zimmer reinigt, die Nacht klärt, die Träume nochmal hilft zu verarbeiten und zu klären, das rauszunehmen, was einem hilfreich ist und das loszulassen, was man nicht braucht, Kraft zu haben für das, was noch bearbeitet werden soll. So, und jetzt kommt die Sonne, zünde ich es nochmal an. Ich bin so begeistert von diesem Blick und von diesem Platz hier. Die blaue Wand, das Grün vom Fenster, die Pflanze, das Bild und der Rauch dazu. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Und vorhin habe ich das Holz in die Hand genommen und habe es gebeten, mit mir zu reden. Und es hat sich mir gezeigt, indem ich eine Landschaft gesehen habe, wo ich als Wesen mich nach hinten gelehnt habe und gelegen habe. Also nicht als Mensch, sondern als Wesen. Und als ob sich das Palo Santo-Wesen über das Land legt. Es hat also mehr mit dem Land und der Landschaft und den Gegenständen zu tun. Es hat dann den Rauch wie in die Erde getan. Da war so eine Spalte und es ist in die Erde gegangen und hat sich überall lang gewunden, wie Wurzeln in die Erde rein. Und ich habe an die Wurzeln von dem Baum gedacht. Das ist ja ein großer, starker Baum. Und es fing dann an, eine Form zu machen, wie es hat sich wie um eine große Kugel rum gewunden. Immer weiter und immer größer ist es geworden. Es hat im Ende hat dieses Wurzelrauchgeflecht einen großen Ball in der Erde umkränzt und dann wurde das aufgehoben und weggetragen. Und es wurde immer kleiner, je weiter das weg war. Das kennen wir ja, wenn was weg ist, wird es kleiner, aber es war so, dass es die Information war, es wird tatsächlich kleiner. Es ist jetzt nicht nur die gleiche große, schwere Kugel, die irgendwo anders dann hin ist, sondern mit der Entfernung nimmt gleichzeitig auch die Größe ab und das Potenzial nimmt ab und es wird so ganz klein und so unauffällig, dass es im Universum verschwindet. Und das ist vielleicht, also das ist für mich, wie sie es mir gezeigt hat, die Kraft von Palo Santo. Sie hilft Räume, Länder, das Land, also es hieß das Land, die Erde,
Die Häuser, die draufstehen. Die Pflanzen. Die Straßen. Die Tiere. Alles. Das Land. Segnet das Land. Und letztens habe ich so einen Film gesehen über einen Schamanen in Peru, der durch die Welt gezogen ist. Und der hat dann, als er wieder da war, auch eine Zeremonie wurde gezeigt für das Land, für die Ahnen, für die Mayas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es eine große Zeremonie für viele Seelen aus der Vergangenheit. Und es wurde eine große Schale gehalten und da drin brannte und rauchte das Palo Santo. Und das stand so an so einem Abgrund, wo man weit ins Land schauen konnte. Und man hat richtig gemerkt, wie der Segen von dem Palo Santo übers Land geht. Ja. Intuitiv habe ich das die ganze Zeit gemacht, wenn das Fenster auf ist und der Rauch rauszieht und ich mir vorstelle, boah, wie schön ist das denn? Ja, danke, du wunderbares Palo Santo, dass du dich mir so gezeigt hast. Und euch möchte ich jetzt noch zeigen, wer hier hinten an der Wand hängt. Das wackelt jetzt ein bisschen. Tadam. Das ist ein Bild, was ich schon ganz lange habe. Das ist Avalokiteshvara. Kommt aus der buddhistischen, aus der tibetischen Kultur. Und das ist eine Gottheit für das Mitgefühl. Damals, als ich das gekauft habe, war ich noch ganz jung und hatte noch wenig Geld. Und die Frage war, ich kann mir ein Poster leisten, die grüne Tara oder Avalokiteshvara. So, und ich habe mich für ihn entschieden, weil aus einer Träne von ihm ist die grüne Tara entstanden. Und die grüne Tara ist die Göttin der Heilung im Tibetischen. Ja, also habe ich sie beide. Das war schön. Seitdem hängt es hier in meiner Wohnung. So, jetzt haben wir die Welt vereint, Südamerika und irgendwo im Himalaya. Jetzt scheint noch mal die Sonne. Ein letztes Rauchzeichen. Und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Möge es euch ein Segen sein.